Prinz Harry darf ihr nicht helfen, Meghan fühlt sich als Herzogin miserabel. Herzogin Meghan, 37, wird alles zu viel. Seit der Royal-Hochzeit im vergangenen Mai gehört sie offiziell zur königlichen Familie und lernte schnell die Schattenseiten des Lebens an Prinz Harrys, 34, Seite kennen. Wie ein Insider nun gegenüber Us Weekly verrät, soll es der schwangeren Ex-Schauspielerin in ihrer Rolle als Herzogin miserabel gehen. Meghan hat ein großes Opfer gebracht, weg von ihrer Mutter und ihren Freunden über den großen Teich zu ziehen. In die royale Familie zu heiraten, ist nicht annähernd so glamourös, wie es scheint. Oft fühlt sich Harry verantwortlich dafür, dass es Meghan so miserabel geht, sagt der Insider. Meghan hat viel zu tun, mit der Schwangerschaft und der Kritik der Öffentlichkeit. Sie empfindet die Situation als unglaublich stressig, so die Quelle weiter. Harry nimmt jede Attacke auf Meghan sehr persönlich. Für Prinz Harry ein Albtraum, er fühle sich hilflos. Prinz Harry ist sehr frustriert darüber, dass man nicht viel tun kann. Meghan von der Negativität abzuschirmen, ist hart für ihn. Er sieht es als seine Verantwortung in ihrer Beziehung, sie vor der Kritik zu bewahren. Harry nehme jede Attacke auf Meghan sehr persönlich. Die Quelle weiter. Er wollte Meghan mehrmals mit einem Statement in der Öffentlichkeit verteidigen und die falschen Gerüchte ansprechen. Harry wurde geraten, es nicht zu tun. Meghan ärgere sich sehr über die zahlreichen Spekulationen und Berichte. Sie finde es frustrierend. Keine Stimme mehr zu haben und sich nicht zu Vorwürfen wie dem angeblichen Streit mit Herzogin Kate, 37, äußern zu dürfen. Früher nutzte die Herzogin dafür Social Media, für Mitglieder der königlichen Familie sind Instagram oder Twitter aber tabu. Die Einschränkungen, denen sich Meghan als Royal unterwerfen muss, seien lähmend.